Heute hole ich mir wieder einen mystischen Soldaten, und zwar die Meistergrenadierin Ramirez. Ja, ihr habt richtig gehört, Meistergrenadierin Ramirez. Und was ich dafür brauchte und was ich dafür tun müsst, das seht ihr jetzt. Und damit ganz herzlich willkommen zurück, meine lieben Mighty Mikes, zu einer neuen Folge Fortnite. Ich weiß, ihr seid gespannt, ihr wollt sehen, wie man die Meistergrenadierin Ramirez bekommt. Dazu geht ihr einfach in euer Sammelbuch, unter Helden, auf Soldaten und scrollt ganz runter bis zum Meistergrenadierin. Ja, die ist grau, aber ihr könnt sie rekrutieren und das ist das Schöne bei diesem Helden. Und ihr braucht dafür einfach nur 300 Trainingsbücher und 250 legendäre Kraftquellen. Und jetzt rekrutieren wir diese. Und da haben wir sie auch schon, die Meistergrenadierin Ramirez. Ist das nicht geil? So, und die rüsten wir jetzt natürlich gleich auf, weil wir diese Mission auf jeden Fall spielen werden. Ich bin mal gespannt, was die so drauf hat. Auf jeden Fall hat sie einige schöne Bonis dabei. Und ja, schauen wir mal, ob es eine neue Heldin für uns ist. Weil wir haben ja lange Zeit nur einen Mann gespielt. Auf Level 40 bringen wir die jetzt. Hammer! So, und wenn wir uns jetzt nochmal angucken, wie sie jetzt genau aussieht. Also, mich interessiert das natürlich. Alter, sieht die geil aus, oder? Also, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Richtig stylisch, schön in Weiß und Camouflage. Ja, bin mal gespannt, wie sie abgeht. Auf jeden Fall, die Mütze sieht schon mal richtig cool aus. Und die werden wir jetzt natürlich ausrüsten und werden natürlich jetzt unsere Mission machen, die wir in der letzten Mission natürlich gehört haben, also in der letzten Folge. Mission, ja, ist schon spät, es ist schon 2.11 Uhr. Und ja, wir werden natürlich jetzt unsere Mission spielen und zwar einfach nur bauen. Dafür müssen wir 100 Bauteile machen. Alter Schwede. Und wir haben natürlich drei Herren dabei. Und zwar einmal der Jade Yoshi, der LOL 18-2030 wieder dabei. Und der Rostet Socki Dab. Ja, liebe Grüße an euch drei. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und natürlich dürfen wir nicht vergessen, bevor wir starten, natürlich die Grüße zu machen. Natürlich vergesse ich das niemals. Vorher werden wir natürlich nur die Mission auswählen, dass sie sich schon mal bereit machen können. Und ja, jetzt ziehen wir natürlich zwei Namen. Wie immer, langsam lichten sich schon wieder die Reihen. Nummer 1 und Nummer 2. Ich gucke ja natürlich in die Reihen, ne? Ist ganz klar, ich kann ja den Namen sowieso nicht lesen, so kleben wie die sind. So, und dann haben wir den ersten, der grüßt. Und zwar ist das der Crepper Boy HD. Crepper HD. Was? Liebe Grüße an dich. Schöner Name übrigens. Und Laurel Rodriguez. Liebe Grüße auch an dich. Schön, dass ihr dabei seid. Danke für den Support. Danke für die Unterstützung. Natürlich für euch auch. Wenn es euch gefällt, teilt das Video und liked es. Und jetzt starten wir in die Mission. Ab geht's, oder Peter? Und ich bin schon richtig gehypt, mit dem Meistergrenadierin Ramirez jetzt zu spielen. Ich bin mal gespannt, was ist alles drauf hat. Auf jeden Fall hat sie 5 Granaten. Das ist schon mal richtig nice. Ja, und was sie noch so alles drauf hat, das werden wir jetzt gleich sehen. Auf jeden Fall hat sie die Gatling dabei, also die Kanone und natürlich die Schockwelle. Leider wieder auf STRG. Oh Gott, das war die falsche Taste. Egal, nicht so schlimm. Komm, mach sie weg. Wunderschön. Du bist spitze. Da weiß ich doch. Ja, Ramirez ist nun mal halt spitze. Und die meisten Grenadieren sowieso. Kaum zu glauben. Jo, dankeschön. Da weiß ich doch, weiß ich doch. So, wir müssen jetzt natürlich auch noch 100 Bauteile bauen. Alter Schwede, das wird richtig heftig. Dazu werden wir auf jeden Fall auch Metall nehmen. 100 Bauteile. Damit der komische Pistoliere bestimmt aufbaut. Oder aufploppt. Ich weiß es nicht, ob der überhaupt kommt. So, 33 haben wir schon. Das ist ja schön. Machen wir den Boden noch ein bisschen. Also, wie gesagt, das ist jetzt keine Herausforderung, die Mission für uns. Aber sollten wir trotzdem das Ding hier schön einpflastern. Sonst wird es Brühe. So, 68 haben wir schon. Das ist sehr gut. Ich hoffe, wir schaffen die Mission ohne Probleme. Weil es ist ja nur Reiter auf den Blitz. Ist ja kein Ding hier, ne? Und glücklicherweise müssen wir hier bloß bauen. Hier nehmen wir das Pyramidenstück. So, wunderschön. Da noch eins hin, da noch eins hin. Wir sollten es natürlich auch upgraden, ist ganz klar. Aber ich bin so froh, dass wir die endlich haben, weil viele sagen ja, die ist die beste Heldin überhaupt im Spiel. Ich weiß es nicht, ganz ehrlich, ich habe sie noch nie gespielt oder noch nie richtig in Aktion gesehen. Und das ist für mich auch das erste Mal heute. Oh, oh, ich werde gerade nicht Jungfurt, nicht Spaß. So, wir werden das jetzt hier schön upgraden, natürlich auch alles drumherum. Unmöglich. Und natürlich vor Lopper schützen. So, 5 Bauteile müssen wir noch stellen. Eins. Und noch eins. Und dann haben wir es geschafft. So, wir haben alle Bauteile gebaut. Ich hoffe, wir können den Pistolierer abfangen. Das wäre natürlich toll. Ist jetzt übertrieben gebaut, ne? Ist einfach nur hingeklatscht und nichts Überlegtes, aber kann so. Kann ich nicht. Aber es geht ja darum, die Mission zu schaffen. Und dieses komische Gefiebe ist ein bisschen komisch. Also, heißt das, dass bald das Vieh kommt oder sowas? Ich weiß es nicht. Eins dürfen wir nicht vergessen, das ist eine 4er-Mission. Also, wir sollten hier schon eine ordentliche Verteilung hinzimmern. Nein. Sonst haben wir dann am Ende das Nachsehen, weil... Patronen!
ich will die gerne die Mission verkacken. Das wäre natürlich auch sehr peinlich für mich. Ne? Oh, das Ding haben wir jetzt großzügig eingebaut. Jetzt müssen wir natürlich noch ein paar Blutteile sammeln. Aber es sieht wieder echt schlecht aus im Spechthaus mit Blutglu. Hat da schon jemand von den anderen was gesammelt? Ja, der eine hat schon 7 Stück. Respekt. So, jetzt haben wir mal Granaten hier raus. Ja, also die Schockwelle ist schon geil. Pass auf! Das war daneben, sehr gut. Die Waffe wird nicht springen. Hier wird keine Waffe was bringen. Ich habe ja nur Feuer. Gegen Wasser bringt das rein gar nichts. Na ja, gut, dann müssen wir halt so lange drauf schießen, bis es klappt. Stylisch sieht sie aus. Von den Fähigkeiten müssen wir schauen, wie gut sie dann am Ende noch wird. Und was die Boni sind, die habe ich mir jetzt nicht genau durchgelesen. Das werde ich gleich mal machen. Natürlich werden wir noch ein paar Bodenfallen hier hinmachen, ne? Wir wollen ja nicht, dass sie uns komplett überrennen. Bin ja gespannt, ob wir das hinbekommen. Auf jeden Fall haben wir ja genug Materialien dafür, ne? Haben wir ja einiges gesammelt. Obwohl unsere Planken langsam wieder zur Neige gehen, aber das ist ja nicht so schlimm. Und da kriegt jemand Schaden, deswegen kriegen wir auch Schaden. Das ist natürlich nicht gut. Aber so ist. Wir werden wahrscheinlich nicht unsere Schilde stark genug. Wir haben 142.000 Leben, also Hitpoints. Jo. Hier noch ein bisschen Speck aus dem Klo krabbeln. Hm, lecker. Immer diese Urinsteine. Njam, 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 njam. Was? Bah. Ekelhaft. So, da pflastern wir das jetzt noch großzügig hinzu. So, ja, gar keine Hülle, sich denkt, hier vorbeizukommen. Brauchen wir es mal. Auf jeden Fall brauchen wir Blue Glue und das hat alles eher im Moment. Da oben ist auch was. Gut, dreimal Blue Glue haben wir. Ich denke, das sollte reichen, um den Bus zu starten. Ah, wenn wir da rüberkommen würden. Aber das ist nicht so wild. Da gehen wir hier unten rein. So. Bisschen, ich komme. Achso, wir müssen ja natürlich. So, dann aktivieren wir das Ganze. Mission beginnen. Verteidige den Bus. Und hier geht es schon richtig ab hier drüben. Die sind schon übelst am Fighten, die anderen zwei. Drei sogar. Oh, hier ist der nächste. Ohlulululululu. Oh Gott, die Smashy, ich hasse sie. Zurück! Wir dürfen nicht vergessen, das ist eine 70er-Zone, also eine 64er-Zone, aber eine 4er-Mission. Jetzt sind das richtig starke Gegner. Und wir haben nur Wasser. Nö. Nur Wasser ist das unfair. Granate in der Luft. Halleluja, wir haben nur Wasser. Na komm, Großer! Wir können null Schaden gegen die machen, das ist total assi, weil wir im Moment keine andere Waffe haben. Und ich habe im Moment keine robusten, keine glatten Teile, um neue Waffen herzustellen. Da habe ich alle ausgegeben. Ja, ich habe sie alle an meine Abonnenten, also viele Abonnenten, die mit mir gespielt haben, habe ich sie vertradet. Also sie geschenkt. Einfach um mir auch mal was Gutes zu tun, das ist natürlich dämlich auf einer Seite, aber gut. Das macht man nicht alles. Alter Schwede, ist hier die Hölle los. Ich hab da was! Selbst im Tod bin ich super. Unsere Waffen bringen keinen gar nichts gegen diese Wasserhöhlen. Pass auf! Granate in der Luft! Aber die kann schon ganz schön schnell Granaten erledigen, wenn wir hier. Generieren sich die Granaten, wenn wir Höhlen töten? Geht weiter! Alle weg! Ab geht er da weiter! Ja! Komm hier, zeig, was du kannst! Das ist gut, dass Ding, das Ding kein Element hat. Nur noch 30 Sekunden! Ja, das reicht mir auch schon, die 30 Sekunden, ganz ehrlich. Oh, eine Waffe mit Energie, sonst wird das so früher. Vielleicht habe ich schon ein paar aufgesammelt, ein paar Teile in dieser Mission, dass man wieder eine Waffe herstellen kann. Aha! Das ist so sinnvoll, was wir gerade machen. Mit Feuer auf Wasser zu schießen. Gute Arbeit, Team. So, warte mal. Nicht schlecht. Wir brauchen nur noch etwas mehr Blue Glow. Blue Glow hinzufügen und zum Verteidigen des Busses bereit machen.
Die einzigste Waffe, die uns helfen würde, wäre die Zerfetzer, aber die kann ich nicht einsetzen. Ach du Scheiße, da müssen wir mal Bazookas herstellen, was er ist. Bazookas helfen auch. Wir haben einen Bonus im Spiel. Munition! Kommen ja alle von hier unten? Alle weg! Pass auf! Miniboss müsste auch dabei sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. So, da haben wir die Bazooka. Halleluja. Ja, das kommt davon, wenn man seine Energie, oder seine Ressourcen, seine Ressourcen nicht einspart. Aber bloß gut, dass unser Panzer Bazooka nicht schlecht noch in dem Level klarkommt. Granate! In der Zeit sehe ich gerade mal das Fadenkreuz, alter Schwede. Uiuiui. Nein. Oh Scheiße. Vermeimer, achtet auf die Wände. Der Särger. Zurück. Sanitäter. Alle weg. Nein, sind alle tot. Nochmal! Fein! Ich kümmere mich um die. Achtet auf Hallo. Den Sturzangriff! Oh, geil! Haben wir den erledigt? Alter, wieder war das ein Vieh. Vielleicht, wenn die Mission noch nicht heftig genug wird, kommt das auch noch dazu. Wow, wow, Ramirez, das ist die erste Feuerprobe für dich. Oder die erste Feuertaufe, sagt man ja dazu. Aber bis jetzt bist du noch nie gestorben, das ist schon mal gut. Oh, das haben wir noch nicht eingesammelt. Puh, kurz erstmal ausruhen. Granate in der Luft. Hey, Junge, 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 hier geht's wieder ab. 1 Minute 25. Tschüss. Einfach nur bauen, das war ja eine relativ easy Mission. Ne? Wenn es natürlich gilt, das ist jetzt die andere Frage. Schleuderer im Anmarsch. Kann ich nicht. Löst gut, dass wir noch die Super-Super haben. Für mich. Und löst gut, dass wir die noch nie hochgelevelt haben. Tschüss. Du auch. Stinkst nämlich. Oh Gott. Du wirst gut, dass wir die haben. Komm, wir heilen uns gerade. Für Chloa legt die Gegner, können wir uns hochheilen, kann das sein? Oder liegt das irgendein anderem Verbündeten, der gerade die Fähigkeiten einsetzt? Au. Nur noch 30 Sekunden. Halleluja, geht's wieder ab, ey. Gut, das, bloß gut, dass die Bazooka da durchkommt. Sonst wäre mir richtig am Arsch gewesen. Jetzt. Unmöglich. Wir heilen uns langsam noch wieder hoch. Ich hab da was! Ich hab da was! Schön alles aufsammeln, was wir so liegen lassen haben. Jawohl! Oh, wir haben einiges wieder geschafft. Jawohl! Haben wir sonst noch etwas, was gestartet werden muss? Puh! Also, unsere Meistergrenadierin Ramirez hat auf jeden Fall ihre Feuerprobe überlebt. Oder ihre Feuertaufe. Ja, schön. Und die sieht richtig nice aus. Kann man ja sagen. Stylisch ist auf jeden Fall. Und natürlich müssen wir uns dann noch die Sets bei der nächsten Folge angucken oder vor der nächsten Folge angucken, dass wir natürlich wissen oder ich weiß, was natürlich genau ihr Bonus ist. Aber auf jeden Fall, ich bin zufrieden. Wir haben hoffentlich die Mission auch geschafft. Jeder kriegt natürlich ein Däumchen, nämlich jedes Däumchen ist ein Träumchen und natürlich auch für euch, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen und natürlich was Schönes in die Kommentare. Das würde mir natürlich weiterhelfen.
Wahnsinn, wie viel Belohnung wir schon wieder bekommen haben. Na, da gucken wir mal rein hier in die Beute Level 5, was wir da bekommen. 26.000, yeah. So, Auftrag abgeschlossen. Ein wässriger Grab. Da kriegt man wieder schöne Teile. Und ein Tropfen auf den heißen Stein. Haben wir auch geschafft. Ja, da kriegt man hier Umwandlungsskizze für einen Konstrukteur. Alles nehmen. Du baust gut. Du bist für alles bereit. Wenn du so weiterbaust, kannst du das hier vielleicht unbeschadet überstehen. 1 bis 5 Teile. Du darfst nur nicht vergessen zu bauen. Okay. Halleluja. Und ein Weiterungswert zum Materialvorrat. Das ist ein langes Wort, oder? Dass sich das ausgedacht hat, Respekt. Ich habe einen Notruf von Anthony erhalten. Er hat eine Gruppe Überlebender in Leichenstein gefunden. Leichenstein! Die Stadt, in der Schwarzstiefel Ayers seinen letzten Kampf ausgetragen hat. Und er ist zurück. In Form eines Monsters. Wir müssen helfen, aber Leichenstein ist auf meiner Karte nicht mehr zu sehen. Aber ich habe eine Idee. Geh los und such nach Tumbleweeds. Ja, letzte Eventseite. Die letzte nächste Mission wäre Tumbleweed. Und ja, aber Leichenstein hört sich an, als wäre das ein Halloween-Event, oder? Was sagt ihr? Hört sich echt danach an. Und dann kriegt man diesen neuen Konstrukteur hier. Und zwar den Sid. Geil. Auf jeden Fall freut euch auf die nächste Folge. Dann machen wir, da taumelt es hin. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf euch, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, euer Mike der Vierte. Haut rein. Ciao, ciao.